So, willkommen im Discount-Hangar. Ja, das ist diesmal nicht mein Schiff und auch nicht mein Hangar, sondern das ist der Hangar von Alex. Und den will ich euch jetzt auch mal zeigen. Das, was ihr hier vor mir seht, das ist die Aurora von Robert Space Industries. Und ja, wir befinden uns halt im Discount-Hangar. Das ist der, sag ich mir mal, so der unterste Hangar halt, ne? Von den Hangars, die es gibt. So, wir gucken uns jetzt mal das Schiff kurz an. Also man sieht hier die Waffensysteme an der Seite. Hier gehört eigentlich auch einer ran, aber ich erkläre euch dann gleich, warum da an dem Waffenslot keiner dran ist. Ich finde dieses Schiff an sich echt schick, muss man sagen. Also für den Anfang ist das echt richtig krass. So richtig gut aus. Hier hinten sind die Triebwerke. Und ja, am besten wir setzen uns auch gleich mal rein. Sieht nämlich echt gut aus, wie die Türen aufgehen. Komm, 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 komm. Ah, gut, dann müssen wir auf die andere Seite gehen. Mal gucken. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Hier, drücken wir hier drauf. Sieht so gut aus. Diese Glastür aufschwingt und man dann hier reinklettert. Die Animationen sind auch, finde ich, echt schön gemacht. So, dann ist man hier drinnen im Schiff. Kann gleich wieder aussteigen anscheinend. Ja, ich wollte mich eigentlich vorne ins Cockpit setzen. Gut, dann probieren wir das gleich nochmal. So, stecken wir mal hier rein. Ach, der Detailgrad finde ich, ich finde das echt schick. Also, so detailgradmäßig ist es echt gut gemacht. So. Jetzt müssen wir uns hier mal im Sitz vorbeiquetschen. Ah. Oh nein. Und. So. Jetzt müssen wir uns mal hier hin. So, ich finde auch die Displays echt schick. Also, dass hier diese Hologramme sind und. Also, die Displays sehen echt schick aus, muss man schon sagen. So, und. Das bewegt sich halt, glaube ich, auch. Ja, genau, der Joystick bewegt sich nach vorne, wenn wir nach vorne fliegen wollen. Und zur Seite. Warum dreht sich hier keiner? Ah, genau, das ist der, der zum Drehen da ist. Das ist fürs Rollen. Und der da macht die normalen Bewegungen, was WASD und so angeht. Genau. Schöne Sache. So. Steigen wir mal aus. Bald soll ja auch noch das Dogfight-Modul kommen. Es ist ja immerhin schon das neue Jahr. Und jetzt können wir uns auch mal kurz hier hinten in die Liege reinlegen. Das ist auch echt schick gemacht. Also, dass du halt komplett hier hinten diesen Raum noch hast, um zu schlafen an deinem Schiff. Und was ich echt schön finde, muss ich sagen, ist, dass wenn du hier liegst und schläfst, dass du sozusagen durch diese Luke da oben, durch dieses Glas, kannst du halt auch den Weltraum sehen. Dann. Das ist echt schön gemacht, finde ich. So, jetzt stehen wir mal hier wieder aus, krabbeln hier raus. Jetzt fragt mich nicht, wie er sich hier so aufrichtet in diesem Raum. Weil so viel Platz ist da, glaube ich, gar nicht. Aber naja. So. So, wenn wir mal hier wieder aussteigen. Genau. Und wir steigen jetzt mal wieder aus hier aus Aurora. Machen auch wieder diese Tür zu. Ich finde diese Tür finde ich echt schick. Also das Shot. Finde ich echt so schick. Nein! Nein, 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 nein. Oh. Kriegt man das auch wieder zu? Kriegt man die Tür wieder zu? Ist jetzt die Frage. Nein, oh, das benutzt er schon wieder. Ich will doch gar nicht. Menu. Aber hier kann ich raus. Sieht so schön aus, wie diese Tür ausklappt da. Oh, ich finde es schick. So. Dann stehen hier halt sämtlich noch lauter Kisten in diesem Discount-Hangar rum. Das steht bei mir zum Beispiel nicht rum. Die Kisten. Jetzt möchte ich euch noch kurz das Aquarium hier zeigen. Das steht übrigens bei mir jetzt auch in meinem Hangar drin. Das hat jeder, der das unterstützt hat, bis zu einem gewissen Grad, hat halt dieses Aquarium noch gekriegt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein ODST-Helm da hinten von Halo. Und, ah genau, hier kann man noch sein Outfit halt wechseln, hier, an dieser Station. So sehe ich ja jetzt aus, ne? Und wenn ich das jetzt unten sehe, dann bin ich hier so ein Freelancer halt. Ja. So, da können wir ja mal ein bisschen jetzt rumlaufen. Ah, genau. Dann ist hier so ein Ding,
was aufgeht. So eine Kiste. Das finde ich auch cool. Kann man auch wieder schließen. Zack, zack, zack. So, dann konnte man, glaube ich. Genau, man konnte hier hochklettern. Ist auch ganz cool gemacht. Und kann sich erstmal alles von oben noch angucken. Deswegen finde ich eigentlich diesen Discount-Hangar gar nicht so schlecht. Also, der ist halt trotzdem ganz schön großräumig und man kann auch viel entdecken. Ne? Also, ist halt ein bisschen düsterer und ein bisschen schmutziger als meiner. Es ist jetzt aber nicht so das Problem, finde ich jedenfalls. Also, man kann hier halt schön rumlaufen. Ne? Und da unten sind hier so eine Waffenstation und die zeige ich euch auch gleich. Die hat auch was mit zu tun, mit diesen Pappaufstellern, die hier rumstehen. Ich kletter hier nach unten. Nein! So. Ihr seht, dass hier sind die Pappaufsteller, das scheinen Aliens zu sein. Wahrscheinlich Wandul, würde ich mal meinen. Ja, ich glaube, das sind Wandul. So. Schöner. Also ich finde den Adventskranz echt schön, muss ich sagen. Also der Adventskranz, der ist schick. So. Jetzt zu dem Waffentisch da. Hier ist eine Vitrine, wenn man halt sich so Sachen kauft. So ein kleines Space Shuttle gibt es da, glaube ich, sowas. Kann man sich da noch einstellen. Aber ich wollte euch ja jetzt die Waffenplattform zeigen. So. Die Waffenplattform muss man an dem Holotable aber erstmal mit einer Waffe ausrüsten. So. Haben wir jetzt Weapons schon? Ja, genau, die ist eine Weapon. Die habe ich halt, das ist die Waffe, die ich abgebaut habe von der Aurora. Das Abbauen ist ganz einfach. Ihr wählt halt das Schiff aus. Oh, ich kann sogar den Stuhl ausbauen. Na, ja, cool. Ja, auf jeden Fall, ihr wählt halt die Waffe aus und zieht die dann. Nimmt halt die Waffe. Ah, nee, Quatsch, ihr geht dann auf Weapons. Wählt die Waffe aus und zieht sie halt einfach hier mit rüber. So. Die könnt ihr, ich kann die jetzt auch zum Beispiel da an die Seite dran machen. Kann ich die auch. Ne, oben geht nicht, das ist der falsche Waffenslot. Aber ich kann die halt an die rechte Seite jetzt vom Cockpit aus ran machen. So, jetzt habe ich hier die eine Waffe liegen. Jetzt ziehe ich wieder rüber. Nimm stattdessen diese Waffenplattform raus. Und kann dann die Waffe nehmen und hier ransetzen. So, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. So, jetzt ist hier die Waffe dran, wie ihr seht. Von der Aurora. Und jetzt benutzen wir das Ganze mal. So, die Waffe bewegt sich mit, wie ihr seht. Und jetzt kann ich hier auf die Aufsteller schießen. Pam, pam, pam. Ist ganz lustig, dass man mal die Waffe ausprobieren kann. Der Grund, warum ich euch das hier zeige, ist, dass. Okay, hier fangen wir nochmal an. Na, der Grund, dass ich euch das hier zeige, ist, dass ich in meinem Hangar zwar auch so ein Ding stehen habe, ja, also auch diese Waffenplattform stehen habe. Ich finde es auch sehr schick, also mit dem Stuhl finde ich cool, dass der sich halt so hochdreht. Also ich habe auch diese Waffenplattform stehen und das Problem ist aber, dass ich von meiner Freelancer die Waffen nicht an die Waffenplattform dranbauen kann. Die scheinen an sich zu groß zu sein, das ist halt wahrscheinlich der falsche Slot. Und deswegen geht das nicht. Ja, und deswegen habe ich das mal euch in Alex am Hangar gezeigt. Und dann könnte ich euch natürlich auch gleich noch die schicke Aurora zeigen. Also ich finde das Schiff echt schön. Also halt diese Machart vom Cockpit ist echt schick, ne? Das ist so voll verglast ist. Und sieht schön aus. Sieht echt schön aus. Und wie ihr seht, ist jetzt die Waffe hier rechts dran, ne? So. Und ich würde sagen, das wäre es erstmal. Wenn neue Sachen, Updates oder das Dogfight-Modul kommen, melde ich mich natürlich wieder bei euch. Bis dahin. Haut rein und ein frohes Neues. Tschüss.